und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine richtig coole Karte zeigen. Und zwar ist das heute eine Ideenkarte, nämlich diese hier. Und wie das Ganze funktioniert, habe ich euch mit dieser Karte schon mal ein Video aufgenommen, das ich euch jetzt bei diesem weißen i hier oben verlinke. Ich zeige euch mal schnell, was die Karte kann. Hier seht ihr den kleinen Vogel. Und wenn ihr das aufmacht, kommt hier ein Spruch, den Frischvermählten. Herzlichen Glückwunsch. Und genau, ich habe euch genau erklärt, wie die Karte funktioniert. Und heute zeige ich euch einfach eine Idee, wie man das auch gestalten könnte. Die ist zum Thema Après-Ski. Und ich habe da so eine Berghütte gedacht und wollte euch jetzt mal zeigen, wie die so aussieht, diese Karte. Ich sage euch heute im Video alle Maße dazu. Und dann könnt ihr die genauso nachbasteln, aber den Mechanismus oder wie man es genau zusammenbaut, das seht ihr eben in diesem anderen Video. Und die Karte sieht so aus, dass wenn man die hier öffnet, ihr müsst auf dieses Fenster achten, schiebt sich hier ein Spruch davor. Und hier haben wir kleine Vorhänge, total süß. Also es ist eine Karte zum Geburtstag und diejenige, die das Geschenk bekommt, die bekommt ein Hüttenausflug sozusagen geschenkt und eine Skijacke, also mit Après-Ski und Party, und ich fand, da passt diese Karte total gut dazu. Und ich finde es auch total witzig eben mit diesem Fenster, das sich verändert, das ist einfach ein total toller Effekt, und die kleinen Vorhänge, die sind einfach auch total süß, da habe ich einfach nur oben einen Zahnstocher hingemacht und ein Geschenkband, hier unten nur mit einem Leinfaden so kleine Schleifchen reingebunden, ich hoffe, ihr seht das gut. Und genau, ich habe hier auf dem Holz noch ein bisschen den Hintergrund mit so Sprüchen bestempelt und hier in den Hintergrund zum Beispiel noch ein bisschen Zweige gemacht. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Und auf der Außenseite habe ich eben mit dem Holzdekor gearbeitet. Hier unten die Blüten sollen ein Edelweiß darstellen und ja, also ich glaube, das ist eine ziemlich coole Karte. Und ich sage euch jetzt eben, wie gesagt, die Maße dazu, damit ihr die genau nachbasteln könnt, wenn euch das gefällt. Und wenn ihr den Mechanismus und so genau lernen wollt, ihr seht das hier oben schon ein bisschen, dann müsst ihr das andere Video eben anschauen von mir. Okay, also, ich habe euch hier jetzt mal zusammengeschrieben. Ich zoome euch mal ein bisschen raus, weil sonst sieht man das gar nicht alles. Halt, falsche Richtung. Noch ein bisschen. So, ich habe euch jetzt mal zusammengeschrieben, was ihr alles braucht. Ich habe einmal Farbkarton in Wildleder. In dem Maß 14 cm mal 19,5 und gefalzt bei 5,5 cm, das ist der Mechanismus, also dieses Stück Papier hier, dieses äußere, das dann eben hier innen reingeht und dann dieses zweite Fenster öffnet. Dann habt ihr ein Stück mit 20 cm mal 14 cm und gefalzt ist das bei 10 cm, das 20 cm lange Stück. Das ist dieses Teil hier in der Mitte. Das ist eben ein zweites Teil. Und dann habt ihr noch ein drittes Teil bei der Karte, das ist die Rückseite. Das hat das Maß 14 x 14 cm. Dann habe ich einen Farbkarton Espresso, hier als Mattung in den Hintergrund, mit 13 x 13 cm. Und das Holzdekor hat das Maß 12 x 12 cm. Und an Materialien habe ich einiges an Stanzen verwendet. Ich habe einmal für diesen äußeren Kreis die Sonnenstanze genommen, das ist diese hier. Für den inneren Kreis den 1¾-Inch Kreisstanzer. Dann das Etikettduo für dieses Après-Ski, das habe ich selber beschriftet. Und den Zierzweig noch, um das ein bisschen zu verzieren. Und dann habe ich noch die kleine Blütenstanze eben für das Edelweiß benutzt. Okay. Und an Stempelsets habe ich mein ganzes Stempelregal auseinandergenommen sozusagen und habe mit vielen alten Stempelsets auch gearbeitet, also zum Beispiel Freude im Advent, Beautiful Ride, Love Sparkles und persönlich überbracht habe ich hier alles irgendwie untergebracht. Ihr sollt, könnt ihr einfach in eurem Stempelregal mal schauen, was ihr da alles so habt, und könnt da mal ein bisschen stöbern gehen und das ausnutzen, was sich da noch so findet. Und das ist einfach nur als kleine Ideengebung, wenn ihr vielleicht auch sowas Ähnliches macht oder auch so ein Geschenk vorhabt, dass man da vielleicht mal ja, was anderes machen kann oder ja auch das mit den Vorhängen oder so, dass man das vielleicht einfach ein bisschen so als Idee bekommt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und drückt diese Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!